Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 88. Episode der Kirchensprache am 28.08.2022. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Am Wertmühlenplatz sammeln sich schon die ersten Fahrgeschäfte. Nächstes Wochenende ist nach 2 Jahren endlich wieder Kirmes. Und da es bei der Laggenbecker Kirmes etwas geregnet hat, freuen wir uns auf trockene Tage in Ibbenbüren. Die Eltern der neuen Erstkommunionkinder sind angeschrieben worden. Wer noch keine Benachrichtigung hat, möge sich bitte auf der Homepage oder im Pfarrbüro erkundigen. Dienstag um 15.30 Uhr ist die Bezirkshelferinnenrunde der KfD St. Johannes Bosco im Bosco-Haus. Ein Treffpunkt im Pfarrheim St. Michael für Ukrainerinnen und Flüchtlinge aus anderen Ländern ist immer Donnerstag von 15 bis 17 Uhr. Auch Kinder sind willkommen. Um 18.30 Uhr am Donnerstag ist eucharistische Anbetung in der Michaelkirche. Im anschließenden Gottesdienst um 19 Uhr wird besonders der Verstorbenen der letzten Jahre des Monats September gedacht. Freitag um 17 Uhr feiern Karl-Heinz und Margret Eiben ihre Goldhochzeit in der Bosco-Kirche. Am Samstag um 15 Uhr feiern Anni und Ludger Wiechert ihre Goldhochzeit in der Bosco-Kirche. Die KAB St. Maria Magdalena fährt am Kirmessonntag zur Bezirkswallfahrt nach Hopstenbreischen. Präses Hermann Otto wird die Messe halten. Die alleinstehenden Frauen 65 plus aus St. Ludwig fahren am Kirmessonntag 14.30 Uhr nach Altmann in Hörstel-Ostenwalde. Das gemeinsame Einweihungs- und Segnungsfest für die neuen Kindergartenräume, das Pfarrheim und das Pfarrbüro in St. Barbara wird am Samstag, 10. September, mit einem Gottesdienst vor Ort um 10 Uhr beginnen. Ab da können die Räumlichkeiten wieder offiziell genutzt werden. Dazu sind auch Einladungskarten verteilt worden. Pastor Paul Hagemann bittet um Rückmeldung. Und bei den Einladungen, das sind so Karten, liegen auch Zettel dabei. Am Dienstag und Donnerstag nach der Einweihung gibt es ja morgens ein Frühstück, am Dienstag ein Frühstück, am Donnerstag ein Kaffee trinken. Und dazu wäre schön, wenn die Leute sich anmelden, dass wir wissen, wie viele kommen. Dass man sich doch anmeldet, telefonisch oder den Zettel im Büro abgibt. Dankeschön, tschüss. Die 98-jährige Magdalene Lohage aus Laggenbeck hat mal wieder eine Geschichte für uns. Hier spricht Magdalene. Ich wollte euch etwas erzählen. Es war 1985. Als wir von unseren Reiseplänen erzählten, wurden wir ganz komisch angeguckt. Was wollt ihr? Eine Tour durch ganz Deutschland mit dem Fahrrad, du und Mia? Ihr habt doch ein Auto. Wie stellt ihr euch denn das vor? Es war schon wirklich ein toller Plan. Damals gab es noch keine Elektrofahrräder, keine Navis, kein Handy, kein Internet. Und unser Programm hieß von der Ostsee bis zum Bodensee. Wir haben es durchgeführt. Das schafften wir natürlich nicht in einer Tour. Wir haben es in 4 Etappen eingeteilt. Die erste war von Schleswig bis Lübeck. Ohne große Vorbereitung sind wir eines Tages mit dem Zug und unseren Rädern, an denen 2 Seitentaschen und ein Körbchen hingen, nach Schleswig gefahren. Ja, und dann stehen wir auf dem Bahnhofsvorplatz von Schleswig. Und wie geht es nun weiter? Heute geht es gar nicht weiter. Wir suchen uns ein Hotel und ehe wir die Stadt angucken, brauchen wir etwas Wichtiges, eine Straßenkarte von Schleswig-Holstein. Das Wort Navi gab es ja noch gar nicht. Wir planten, ganz nah an der Ostseeküste entlang zu fahren und merkten dann aber bald, dass wir keine Quartiere bekommen konnten. Denn wer gibt schon für eine Nacht ein Zimmer ab, wenn Urlauber für 14 Tage buchen wollen?
Und so verlegten wir unsere Fahrt näher ins Landesinnere hinein. Und wir waren überrascht, wie schön Schleswig-Holstein ist. Es ist sehr hügelig, aber auch nicht so hügelig, dass man vom Fahrrad absteigen muss. Man spricht ja sogar von der holsteinischen Schweiz. Nach 6 Tagen hatten wir Lübeck erreicht. Wir wussten jetzt, wie es geht. Im nächsten Jahr fuhren wir von Lübeck bis Celle und dann von Hildesheim bis Fulda. Das letzte Stück war das längste, nämlich von Gmünden am Main bis Radolfzell am Bodensee. Aber es war landschaftlich sehr abwechslungsreich und hatte reizvolle schwedische Städtchen. An einen der letzten Tage erinnere ich mich noch genau. Da gabelte sich unsere Straße. Eine Frau, etwa in unserem Alter, arbeitet in ihrem Garten. Und wir fragen sie jetzt nach dem günstigsten Weg. Sie kann es kaum fassen. Ganz Deutschland mit dem Fahrrad? Hattet ihr denn keine Angst? Nein, keine Angst. Spaß hat es gemacht. Naja, bis zum Bodensee sind es noch ein paar Buckele, die ihr noch schieben müsst. Aber es ist nicht mehr weit. Sie hatte recht. Immer öfter müssen wir kleine Buckele schieben. Aber dann bleiben wir beide plötzlich stehen. Vor uns senkt sich das Land. Dahinter am Horizont eine graue Zackenkette. Die Alpen. Wir können es kaum fassen. Wie oft haben wir schon die Alpen gesehen? Vom Auto aus, von der Luft aus, im Urlaub. Aber es ist doch etwas ganz anderes, wenn man sein Ziel Schritt für Schritt erreicht hat. Denn nun sehen wir auch unten im Tal etwas glitzern, den Bodensee. Von der Ostsee bis zum Bodensee. Wir haben unser Ziel erreicht. Es waren 1015 Kilometer. Erlebnisse von dieser Fahrt erzähle ich ein andermal. Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck.